Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Watch Dogs 2 Part 38. Es ist der Schlusspart. Wir sind nämlich bei Bloom. Und ihr seht, wir haben da schon ein bisschen aufgeräumt. Ich habe allerdings das Gefühl gehabt, es könnte noch einiges kommen in diesem Part und darum habe ich einen Break machen. Jetzt möchte ich an dieser Stelle Danke sagen für das, dass ihr meinem Let's Play immer so treu zuschaut. Merci vielmal, dass ihr mir auch meine Fehler verzeiht. Kleine Fehler. Fehler, die man rausschneiden muss. Fehler, die immer mal wieder dazu führen, dass ich teilweise ein bisschen verzweifle. Aber das gehört auch dazu. Das ist halt anders, weder wenn man einfach so am Gamen ist. He? Man muss immer alles sehr streng berechnen, auch die Sendezeit, die knapp ist. Und ja, ich mache Let's Plays ohne Sterben. Und ich habe euch schon mal gesagt, das stimmt natürlich nicht, der Voldiboy stirbt auch. Danke, dass ihr immer wieder so über das hinweg schaut und dass ihr Spass an meinem Let's Play habt. Das ist das Wichtigste für mich, dass ihr Spass habt. Und ich möchte auch sehr herzlich YouTube danken, was mir ermöglicht, die Let's Plays bei Ihnen aufzuladen. Ich möchte, jetzt muss ich ganz schnell studieren, Ubisoft. Ja, Ubisoft möchte ich danken sagen für Watch Dogs 1 und Watch Dogs 2. Schon gleich ist ja Watch Dogs 3 am Start. Auch da wird es ein Let's Play geben. Ihr dürft gespannt sein. Aber ich habe schon gesagt, Miss nächste Let's Play ist GTA 5. So, und jetzt möchte ich nicht mehr lang um den heißen Brei reden. Es geht los. Wo ist die Linie, Mann? Da oben vielleicht? Da kommst du nicht durch, hä? Hat sie extra einen Kübel angestellt. Jo, da muss irgendwo etwas sein. Irgendetwas, wo mir nicht findet. Die rote Datenlinie. Ja, jetzt gesehen. Okay, jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir denn da rauf? Aha! Ist auch ziemlich schick hier, muss ich sagen. Könnte man sogar noch eine Anstellung überlegen bei denen. Nein. Spass beiseite. Dem korrupten Unternehmen geht es jetzt richtig an den Kragen. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich warte draußen mit dem Wagen. Bist du sicher? Ja. Schwer angepisst, dass ich nicht drin bin bei dir, aber in Sicherheit. Ich weiß, Mann. Ich nähere mich dem Airgap-Computer.
Wow, 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 was ist das hier? Hey? Das sieht krass aus, Mann. So nah und doch so fern, hä? Wie kommen wir denn da rauf? Ah, da hat es nochmal einen Steiger. Okay. Irgendwie ist das da innen hoch ruhig. Findet ihr nicht an, Jungs und Mädels? Verdächtig ruhig ist das da innen, Mann. Und die lassen mich hier einfach gewähren. Mir passt das irgendwie nicht. Darum bin ich auch bewaffnet. Ich bin hundertprozentig überzeugt, da kommt doch noch irgendetwas. Irgendetwas ist da noch am Start, Mann. Whatever. Whatever. Ich bin durch die Tür. Und ich habe die Sitze aufgewärmt. Ich wäre dann soweit. Ray, im Ernst, das hier müsstest du sehen. Mann, erzähl mir das nicht. Du brichst mir das Herz. Das Herz. Mann, letztes Mal hat mich Duchon Nemec erwischt. Er ist nicht da, vertrau mir. Was eine verfluchte Schande ist. Ja. Ich klopfe trotzdem auf Holz. Etwas beunruhigend, dass hier keine Wachen sind. Ich nutze Joshs Admin-Zertifikat, um ins Innerste zu kommen. Kriegt ihr was mit, Leute? Wir haben Zugriff zum AirGap-Computer. Er ist nicht mehr entkoppelt. Der Download ist gestartet. Das hat ihm gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. Ein einzelner Typ, der da unten am Rumkraxeln ist, oder wie? Also, was soll ich sagen? Ah, da sind sie. Ich muss mal die Waffe wechseln, die nervt. Die Waffe ist so nervig. Na Jungs, was sind da? Auf dem Rücken! Tja, da lässt sich kein Kopf knallen, oder wie? Hallo, komm doch vor, Mann. Irgendwie voll cool. Aber ich bin auch vorsichtig, weil. Nein, ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft hier relativ glatt.
zu glatt. Ich habe das Gefühl, wir werden erwartet. Ich bin beim Aufzug. Der Motor schnurrt. Zitara, wir kommen zurück, aber Ray und ich müssen noch woanders hin. Du bist wieder unsichtbar. Danke. Ich komme jetzt raus, Ray. Was geht, Homie? Marcus? Ich muss zugeben, ich kapiere nicht, wieso ihr herkommt, aber... Oh, halt. Halt. Das ist doch nicht irgend so ein Macho-Blödsinn, oder? Ah, würdest du uns dann aufhalten? Was, dich und Steinzeit Junior? Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, sogar besser als in Vegas. Steinzeit Junior hier ist... Ich kenne dieses Fossil. Ich war bis zu den Schultern in Ray Kennys Hirn. Hab seinen Code durchwühlt, aufgepäppelt und überschrieben. Aber eins muss ich dir lassen. Für einen Neandertaler wie dich war der Ansatz nicht schlecht. Chapeau, mein Freund. Ist nicht nötig, dass dir wegen mir gleich einer abgeht, Duschan. Das hier ist nicht unbedingt ein Rendezvous, weißt du. Es ist ja ein... Wie hast du gesagt? Einmal ficken, weiterschicken war der Ausdruck. Ja, das. Genau. Tja, dann. Ich schieb gern mal eine schnelle Nummer, aber... Warum seid ihr hier? Mann, das könnte echt wichtig sein. Lass mich dir was erzählen. Unsere Story. Alle deine Vergehen, es weiß jeder Bescheid. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Scheiß Bellwether. Einfach alles. Du blöfst. Wer wird dran sein, wenn du dieses Mal abnimmst? Vielleicht Blumen, die dich allein vor das Erschießungskommando schicken. Vielleicht dein Anwalt, der dir sagt, dass es keinen Ausweg gibt. Vielleicht auch nur ein Telefonverkäufer. Du solltest diesmal wirklich rangehen. Egal, wer es ist. Du hast das letzte Mal Leute verarscht. Du Schanemek, sie sind verhaftet. Hände auf den Rücken. Finger verschränken. Sofort. Du Schanemek, Sie haben das Recht zu schweigen. Die Hackergruppe legte Beweise vor, dass Blooms technischer Direktor Dushan Nemec seinen Zugriff auf CTOS-Daten für eigene finanzielle und politische Zwecke missbraucht hat. Er wurde verhaftet und muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht verantworten. Seine Konten wurden zwischenzeitlich eingefroren. Blooms PR-Sprecherin Charlotte Gardner gab an, dass die Firma schockiert sei, die Sache untersuchen wolle und mit den Behörden kooperiere. Die von DedSec vorgelegten Beweise könnten Nemec für lange Zeit hinter Gitter bringen. DedSec. Gemeinsam retten wir unsere Mittelfinger. Als Silicon Valley unsere Privatsphäre angriff, unsere Selbstgefälligkeit einforderte und unsere Freiheit missachtete. Wir deckten Blooms Hinterzimmer-Deals mit den größten Tech-Giganten auf. Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, jeden Aspekt unseres Lebens zu manipulieren. Mit uns als Buhmann wollte Bloom all diesen Unternehmen ihr CTOS aufdrängen. Alle Daten würden von einem Masterprogramm geschützt und kontrolliert werden. Doch wir haben nicht fair gespielt. Wir haben tagelang ihr CTOS blockiert. Wir haben alle einzeln bloßgestellt, ihre Glaubwürdigkeit beraubt und eine beispiellose öffentliche Kontrolle verhindert. Vereint
hat Dedzek den unantastbaren Big Brother ein blaues Auge verpasst. Blums Mann hinter dem Megafon, Dushan Nemec, verbringt dank unseres Einsatzes den Rest seines Lebens hinter Gittern. Er war ein Opportunist, der Blums System über Verbindungen ausbeuten wollte. Sie werden ihn zum Sündenbock machen, ihn als übles Element brandmarken, behaupten, dass dies ein einmaliger Fall sei. Aber wir werden sie nicht so einfach vom Haken lassen. Wir haben ihre Schwächen demonstriert, menschlich wie technologisch. Mit großer Macht geht große Verwundbarkeit einher. Blum und seine Speichellecker müssen sich jetzt vor dem Gesetz und der Regierung verantworten. Das Vertrauen in CTOS ist so niedrig wie nie. Das waren wir. Wir wissen, dass der Motor der Gier niemals ruht. Und wir versprechen, Dedzek auch nicht. Wir sind mehr als sie. Mit jeder Indiskretion, jedem Skandal und jedem Betrug wird unsere Zahl nur größer. Und wir behalten sie im Blick. Dedzek hat euch gewarnt. Tut, was ihr wollt.